wir haben voriges Jahr einen Stall gemacht mit 500 Hennen und haben dann im Herbst einen zweiten Stall gemacht mit 450 Hennen und kriegen jetzt in 14 Tagen nochmal 600 dabei. Zum Beispiel bei der Futtermittelzulassung im Bio, bei Bioland zum Beispiel, darf im Futter kein Fischmehl zugesetzt werden. So, und hier ist also, sagen wir mal, das geht, läuft jetzt schon als XL-Ei. Wie sortiert das dann? Der sortiert. Also je weiter nach hinten, je geringer sind die vom Gewicht. Der Betrieb hat eine Betriebsfläche von 12,5 Hektar. Größte Teil ist Grünland. Und die Ackerfläche, die da ist, wird rein für Futternutzung, sprich Hafer oder Weizen für die Legehennen oder Pferde genutzt. Wir haben ja immer die Diskussion, die auch vor allen Dingen ja beim Verbraucher geführt wird, Bio, das merken wir sehr, sehr oft in den Märkten, bei Gemüse aus der Region ist das Bio. Also der Kunde verwechselt das ja sehr, sehr häufig. Und man sagt so, ist das Regionale, ist das Bio. Und es haben ja doch auch verschiedene Umfragen jetzt ergeben, dass also die Lokalität sogar noch Bio schlägt. Aber jetzt haben wir ja hier den ersten und für uns den einzigen Fall bisher, dass wir beides haben. Ja. Also einen regionalen Bioanbieter.